Ich habe so viele Kerben in der Bettkante, dass schon keine Bettkante mehr da ist. Ich muss mittlerweile sogar in ihre Matratze reinritzen. Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer und heute mal mit neuem Next Level Hintergrund, weil ich keinen Bock hatte, die große Lasershow anzuschmeißen und die Lightshow richtig aufzubauen, deshalb heute mal so. Also folgende Frage. Hallo Herr Frahm, wie würden Sie persönlich reagieren, wenn Sie beim Flirten von einer Frau gefragt würden, ob Sie ein Player sind? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, danke für die Frage. Also ich persönlich würde auf keinen Fall ernst darauf reagieren und sagen, nein, um Gottes Willen, warum denn? Und mache ich so den Eindruck? Und oh Gott, warum denkst du denn das? Und nein, auf keinen Fall, ich bin voll der liebe, nette Typ. Weil dann haben sie schon verloren, dann sind sie auf den Shit-Test reingefallen. Denn ich behaupte, in den meisten Fällen ist es von den Frauen nur ein Shit-Test. Ja. Wenn Ihnen das allerdings dauernd passiert, wenn das regelmäßig vorkommt, dass jede zweite Frau Sie als Player bezeichnet oder fragt, ob Sie einer sind, dann ist es vielleicht nicht nur ein Shit-Test, sondern lässt vielleicht Rückschlüsse auf Ihr Innenleben zu, dass Sie vielleicht ein bisschen unauthentisch rüberkommen oder oberflächlich rüberkommen oder sogar auch sind, ja, dass Sie einfach ein bisschen Schauspieler, ein bisschen unecht sind oder rüberkommen und vielleicht auch ein bisschen unsympathisch und dass Sie einfach nicht echt und authentisch sind oder rüberkommen. Ja, dann vielleicht hart dran arbeiten. Aber in den meisten Fällen behaupte ich, wenn es nicht regelmäßig vorkommt, ist es nur ein Shit-Test von den Frauen. Ja? Und dann empfehle ich, locker drüber hinwegzugehen, das ein bisschen mit Humor platt zu bügeln, indem sie irgendwas sagen wie, ja, natürlich bin ich ein Player, ich habe so viele Kerben in der Bettkante, dass schon keine Bettkante mehr da ist, ich muss mittlerweile sogar in ihre Matratze reinritzen. Ja, sowas in der Richtung, irgendwie, dass sie ein bisschen lachen muss, ein bisschen mit Humor drüber gehen. Oder das Ganze ein bisschen rumdrehen und sie ebenfalls als Player bezeichnen, indem sie sagen, ja, weißt du, wie das ist, it takes one to know one. Ja, und wenn sie das Englische nicht rafft, dann halt kurz erklären, ja, da muss schon einer sein, um einen zu erkennen. Das kennst du ja. Ne? Oder so eine, so eine Rumdrehung, so ein Rollenspiel sozusagen, dass sobald sie sagt, ja, du bist irgendwie ein Player oder du bist mir viel zu viel Player. Oder bist du irgendwie ein Player oder sowas? Und dann direkt fragen, ja, was genau findest du eigentlich so scharf an Playern? Ja, erklär doch mal, was ist es, was ihr Frauen so scharf an diesen Playern findet? Warum findest du Player so scharf? Was ist es genau, Schätzelein? Ja, warum kannst du nicht widerstehen? Was ist es genau? Ja, so ein bisschen, dass sie auch wieder lachen muss, ein bisschen spielerisch das Ganze angehen. Oder dass sie einfach gar nicht drauf reagieren, indem sie sagen, also wenn die sagt, ja, du bist mir irgendwie viel zu viel Player oder du bist ein richtiger Player, dass sie dann sagen, okay, und dein Argument ist was? Ja, dass sie praktisch gar nicht drauf eingehen und so tun, als würden sie gar nicht raffen, was da jetzt schlecht dran sein soll. Ja, dass sie es praktisch annehmen, ja, klar bin ich ein Player und? Ja, und das wäre vielleicht noch eine zusätzliche Variante, dass sie sagt, ja, du bist ein richtiger Player. Und dass sie sagen, und jetzt? Ja, mit so einem blöden Grinsen im Gesicht, und jetzt? Ja, das ist praktisch, sie merken ja, es ist im Grunde immer dasselbe, dass sie einfach, dass sie es wegbügeln, dass sie mit Humor drüber hinweggehen und es gar nicht so ernst nehmen. Ne? Und dann, ja, wenn es geklappt hat, dann einfach weiter im Text, im Flirt-Text. Ne? Alles klar, ich hoffe, das hilft. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Thank you for the suggestion. It was a good one, without a question. Do a cover, subscribe, watch the original. I just told you again, it was subliminal.